Mit uns und unserer Veranstaltung seit vielen Jahren verbunden sind Studierende, Studentinnen und Studenten der Michigan University. Sie haben ein gemeinsames Programm vorbereitet. Das ist auch sehr schön, weil man auch heute schon in der Stadt sehen konnte, was sie vorhaben. Sie sind nämlich schon mehrere Stunden unterwegs gewesen mit einem Bus und haben dann immer wieder angehalten, kurze Ausschnitte aus dem Programm im Stadtzentrum vorgetragen und auch Menschen eingeladen, an dieser Veranstaltung Lesen gegen das Vergessen teilzunehmen. Herzlich willkommen. Guten Tag, ich heiße Frau Schier, ich bin die Lehrerin von dieser Gruppe. Meine Gruppe ist eine Gruppe von US-Amerikanern. Wir sind in Berlin hauptsächlich, um das Theatertreffen zu besuchen. Die Hälfte der Gruppe hat mit Deutsch erst letztes Jahr angefangen. Also bitte entschuldigen Sie Deutsch mit Akzent. Wir lesen diese Autoren sehr gerne hier heute. Sie sind ein wichtiger Teil unseres Curriculums und wir freuen uns sehr, dass sie überstanden haben und dass ihre Texte überall in Amerika auch gelesen werden. Wir beginnen mit einem Text von Billy. Ratschläge für einen schlechten Redner. Fang nie mit dem Anfang an, sondern immer 3 Meilen vor dem Anfang. Etwa so. Meine Damen und meine Herren, bevor ich zum Thema des heutigen Abends komme, lassen Sie mich kurz. Hier hast du schon alles, was einen schönen Anfang ausmacht. Eine steife Anrede. Der Anfang vor dem Anfang. Die Ankündigung, das und was du zu sprechen beabsichtigst. Und das Wörtchen kurz. So gewinnst du im Nu die Herzen und die Ohren der Zuhörer. Denn das hat der Zuhörer gern, dass er deine Rede wie ein schweres Schulpensum aufbekommt. Dass du mit dem drohst, was du sagen wirst, sagst und schon gesagt hast. Immer schön umständlich. Sprich nicht frei. Das macht einen so unruhigen Eindruck. Am besten ist es, du liest deine Rede ab. Das ist sicher. Zuverlässig. Auch freut es jedermann, wenn der lesende Redner nach dem 4. Satz misstrauisch hochblickt. Ob auch noch alle da sind. Sprich, wie du schreibst. Und ich weiß, wie du schreibst. Sprich mit langen, langen Sätzen. Solchen, bei denen du, der du dich zu Hause, wo die ja die Ruhe, deren du so sehr benötigst, deine Kinder und Helen Keller, to the student body of Germany, May 9, 1933. History has taught you nothing if you think you can kill ideas. Tyrants have tried to do that often before, and the ideas have risen up in their might and destroyed them. You can burn my books and the books of the best minds in Europe, but the ideas in them have seeped through a million channels and will continue to quicken other minds. I gave all the royalties of my books to the soldiers blinded in the World War with no thought in my heart but love and compassion for the Germany people. Do not imagine your barbarities to the Jews are unknown here. God sleepeth not, and he will visit his judgment upon you. Better were it for you to have a millstone hung around your neck and sink into the sea than to be hated and despised of all men. Ein Auszug aus Im Westen nicht Neues von Remarque. Es ist das gemeinsame Schicksal einer Generation.
Der Krieg hat uns für alles verdorben. Wir sind keine Jugend mehr. Wir wollen die Welt nicht mehr stürmen. Wir sind Flugtende. Wir fluchten vor uns, vor unserem Leben. Wir waren 18 Jahre und begannen die Welt und das Dasein zu lieben. Wir mussten darauf schießen. Die erste Granate, die einschlug, traf in unser Herz. Wir sind abgeschlossen von Tätigen, von Streben, von Fortschritt. Wir glauben nicht mehr daran. Wir glauben an den Krieg. Danke. Hallo, ich lese ein Gedicht von Nelly Sachs. Es heißt Emma. Emma, dort wo Kinder sterben, werden die leisesten Dinge heimatlos. Der Schmerzensmantel der Abendröte, darin die dunkle Seele der Amsel, die Nacht heranklagt. Kleine Winde über zitternde Gräser hinwehen, die Trümmer des Lichtes verlöschend und sterben sehen. Emma, dort wo Kinder sterben, verbrennen die Feuergesichter der Nacht einsam in ihrem Geheimnis. Und wer weiß von dem Wegweisern, die der Tod ausschickt. Geruch des Lebensbaumes, Hahnenschrei, der den Tag verkürzt, sauber Uhr von Grauen des Herbstes, in die Kinderstuben hinein verwunschen, spulende Wasser an die Ufer des Dunkels, rausende, ziehende Schlaf der Zeit. Immer, dort wo Kinder sterben, verhängen sich die Spiegel der Puppenhäuser mit einem Hauch, sehen nicht mehr den Tanz der Fingerlilliputaner in Kinderblutatlas gekleidet. Tanz der Stille steht, wie einer im Fernglas, mondentrückte Welt. Immer, dort wo Kinder sterben, werden Stein und Stern und so viele Träume heimatlos. Es kommt aus An die Nachgeborenen von Brecht. Man sagt mir, iss und trink du, sei froh, dass du hast. Aber wie kann ich essen und trinken, wenn ich den Hungernden entreiße, was ich esse, und mein Glas Wasser einem Verdurstenden fehlt? Und doch esse und trinke ich. Ich wäre gerne auch weise. In den alten Büchern steht, was weise ist. Sich aus dem Streit der Welt halten und die kurze Zeit ohne Furcht verbringen, auch ohne Gewalt auskommen, Böses mit Gutem vergelten, seine Wünsche nicht erfüllen, sondern vergessen, gilt für weise. Alles das kann ich nicht. Wirklich, ich lebe im finsteren Seiten. Ich kann auch Deutsch. Ihr, die ihr auftauchen werdet aus der Flut, in der wir untergegangen sind, gedenkt. Wenn ihr von unseren Schwächen sprecht, auch der finsteren Zeit, der ihr entronnen seid, gingen wir doch öfter aus die Schuhe, die Länder wechselt, durch die Kriege der Klassen. Ich habe ging über die Grenze, Stefan Heim. It wiggles. Meinen Vater sperrten sie ein. Meines Bruders Hand nahmen sie, sagten, das sind Proletenhände? Haha. Und dein Bruder, der Hund, will das fortführen für sie? An meiner Mutter schreien, kennten sie sich nicht, kehrten sie sich nicht. Ich aber ging über die Grenze, über die Berge, da noch der Schnee lag,
auf den die Sonne brannte durch die dünne Luft und der Schnee drang ein in meine Schuhe. Nichts nahm ich mit mir als meinen Hass, den pflege ich nun. Täglich begieße ich ihn mit kleinen Zeitungsnotizen von kleinen Morden, neben säglichen Misshandlungen und harmlosen Quälereien. So bin ich nun einmal, und ich vergesse nicht, und ich komme wieder über die Berge, ob Schnee liegt, oder das Grün des Frühlings die Höhen bedeckt, oder das Gelb des Sommers, oder das dunkle Grau des Herbstes, der den Winter erwartet. Dann stehe ich im Lande, das ich befreien will, mit einer Stirn, die zu Eis geworden ist, in den Jahren, da ich wartete. Dann sind meine Augen hart, mein Stirn zerfurcht, aber mein Wort ist noch da und die Kraft meiner Sprache. Und meine Hand, die des Revolvers eiserne Mündung zu führen versteht. Über die Straßen gehe ich in der Heimatstadt, über die Felder, die mir verloren gehen. Auf und ab, auf und ab. Wir werden nicht martern. Wir sind nicht Bestien in Menschengestalt, aber ohne Lächeln werden wir sein, ohne Versöhnung. Dies und jenes hat man getötet in uns. Das wird sich rächen, ob wir wollen oder nicht. Meinen Vater sperrten sie ein. Meines Bruders Hände betasteten sie, wie der Metzger befühlt das Maul der schlachtreifen Kuh. Und an meiner Mutter schreien, kehrten sie sich nicht. Jetzt kommt eine Fassung von Rotkäppchen, das Sie vielleicht nicht kennen. Das ist nämlich von Walter Mehring. Es war einmal eine schmucke, smarte Dirn, die jedermann gern haben konnte. Am gernsten aber Großmutter. Und seit ihr Großmutter aus dem Erfurter Programm ein keckes rosa Plüschkapotchen geschenkt hatte, hieß sie das Rotkäppchen. Rotkäppchen, hier hast du einen Korb mit Whisky und Plumpudding. Das bringst du der Großmutter. Sie wohnt gleich rechts hinterm Teutoburger Wald, wo Karl der Sachsenschlechter die 4500 Witterkinder geschächtet hat. Großmutter ist nun fast taub, völlig blind und ganz verblödet. Der Whisky wird ihr also gut tun. Misch dich nicht in fremde Angelegenheiten. Weich nicht von dem durch die Partei markierten Wege ab und sei freundlich zu jedermann, ausgenommen natürlich den Bolschewisten. Und nun, geh in Frieden. Was sind Bolschewisten? Das sind böse Menschen, die Marx gelesen haben. Oh. Und die Hälfte von unserem Kuchen wollen. Shocking! Als sie zum Teutoburger Walde kam, so begegnete sie einem Jäger. Grüß Gott, Rotkäppchen. Wohin des Wegs? Zur Großmutter. Sie wohnt gleich hinterm Blutbad und ist blöd. Sei vorsichtig. Im Walde treibt ein braunes Ungeheuer sein Unwesen. Das fällt alle Menschen an und mordet, was ihm in den Weg kommt. Soll ich dich begleiten? Das lassen Sie man bleiben. Dies war gewiss ein Bolschewist. Und in Wirklichkeit will er nur ein Stück Kuchen. Und Rotkäppchen wanderte den ganzen Tag durch den Erdgeruch. Die Vöglein schwitzerten so süß. Judenmaus! Immer der Wegmarkierung nach, wo zu lesen stand. Beschönerungsverein. SPD. Und abends, so begegnete es dem braunen Untier. Das wurde gerade friedlich, weil es die Überreste eines schwarz-lockigen Hammels verdaute. Als dieser sich an einen Wölfin herangemacht. Heil Hitler, lieber Wolf! Heil Rotkäppchen! Ei, wohin des Wegs? Zur blöden Großmutter! Brav! Soll ich dich begleiten? Der Wald ist unsicher. Es gibt Jäger darin. Gern, aber du wirst mich nicht auffressen. Ich?
Das ist eine gemeine, niederträchtige Verleumdung aus immigranten Kreisen sowie des international versippten Judenkapitals. Meinen Kuchen auch nicht. Ich bin Vegetarianer. Also kein Bolschewist. Apropos blöde Großmutter, ich muss mal raus ins Gebüsch. Rotkäppchen! Ei, Großmutchen, was hast du für ein heißes Organ? Weil ich an diplomatischen Kehlkopf-Katar laboriere, mein Kind. Und dann kommt die ganze Geschichte von Rotkäppchen. Kurz danach kam der Jäger. Rotkäppchen, lebst du noch? Dann werde ich dich befreien. Jawohl, ich lebe. Sie bolschewistische Kuchen, wir fraßen sie. Da schlägt der Jäger beschämt davon. Das brave Rotkäppchen folgte der Großmutter den Weg, alle Verdauung. Der wackere Wolf aber erbte das Haus. Und die Nachbarn sprachen, wer ist schuld an allem? Die Jäger! Man muss sie ausraten, indem Wolfshunger von Fall zu Fall Rechnung tragen. Das taten sie dann auch. Und soweit sie nicht gefressen sind, kreditieren sie ihm noch heute.